In diesem Video geht es um das Markensymbol TM oder der R im Kreis und warum könnte TM gefährlich sein? Ich bin Rolf Klesen, Partner der Patentanwaltskanzlei Freischem und Partner und in diesem Video geht es darum, ob man eher TM oder R im Kreis verwendet als Markensymbol und warum TM vielleicht gefährlich sein kann. Normalerweise, zumindest in den USA, verwendet man TM, wenn man eine Marke benutzt, aber nicht eingetragen hat. Das heißt, wenn man die Marke nicht beim Amt irgendwie zur Marke angemeldet hat, aber diese Bezeichnung trotzdem als Marke benutzt. Nehmen wir an, Coca-Cola hätte die Marke Coca-Cola nicht als Marke eingetragen. Dann würde Coca-Cola eben Coca-Cola hochgestellt TM benutzen. In einigen Ländern, wie in Deutschland, kann dies aber gefährlich sein. Einige Landgerichte oder Oberlandesgerichte haben nämlich abweichende Ansichten dazu. Und im Folgenden erkläre ich mal, warum das vielleicht gefährlich sein kann. Das Kammergericht Berlin hat entschieden, dass die Verwendung von TM für eine nicht eingetragene Marke keine Täuschung der Verbraucher darstellt, also nicht wettbewerbswidrig ist. Und ähnlich hat auch das Landgericht Essen entschieden. Die genauen Entscheidungen packe ich hier unter das Video, falls man nochmal nachlesen möchte. Das Oberlandesgericht Köln hat sogar entschieden, dass ausländische Produkte mit einem R im Kreis gekennzeichnet sein können, selbst wenn in Deutschland kein Markenschutz besteht, weil die Verbraucher nach Ansicht vom Oberlandesgericht Köln davon ausgehen können, dass eben die ausländischen Produkte in deren Herkunftsländern geschützt sind. Und deswegen, dass er im Kreis keine Täuschung darstellt. Das Landgericht München I hatte allerdings die davon abweichende Vorstellung, dass die Verbraucher getäuscht sein können durch ein TM hinter einer Markenbezeichnung, wenn eben keine Marke eingetragen ist, weil die Verbraucher in Deutschland eben mit den Sitten in den USA nicht vertraut sind und bei TM eben denken könnten, dass es sich bei dieser Bezeichnung, die mit TM dahinter halt abgebildet ist, um eine eingetragene Marke handelt. Also es also eine Täuschung der Verbraucher ist. Einen Link zu dem Urteil oder jedenfalls die Bezeichnung des Urteils packe ich auch in die Shownotes, also unter diesem Video. Zusammenfassend kann ich also nicht empfehlen, in Deutschland TM für eine nicht eingetragene Marke zu verwenden. Also wenn man eine Bezeichnung als Marke benutzt, aber eben keine Marke angemeldet und eingetragen hat. Und wenn man eine eingetragene Marke hat, dann ist es ja natürlich besser, wenn man R im Kreis verwendet, weil damit eben die registrierte Marke, also Registered Trademark, gekennzeichnet ist und dann jeder weiß, dass es eine eingetragene Marke ist. Eine ganz andere Sache ist das C im Kreis. Das C im Kreis zeigt an, dass man Urheberrecht genießt. Das hat nichts mit Marken zu tun. Das Urheberrecht entsteht automatisch, wenn man ein Werk fertigstellt. Und das ist vielleicht mal Gegenstand eines anderen Videos. Ich hoffe, dass dieses Video hilfreich war und Sie mitnehmen konnten, ob man in Deutschland besser TM oder das R im Kreis benutzt und warum TM in Deutschland vielleicht gefährlich sein kann. Falls Sie neu in meinem Videokanal sind, und Sie dieses Video hilfreich fanden, dann abonnieren Sie doch meinen Kanal. Wenn Sie in Zukunft über Videos zu Marken, Patenten und Designs informiert werden wollen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, drücken Sie doch auf Like. Fragen und Kommentare beantworte ich gerne unter diesem Video und in den Kommentaren. Und das Wichtigste zum Schluss, schützen Sie Ihr geistiges Eigentum und ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.